Bei der Deutschen Post ist der Gewinn eingebrochen. Guten Abend, liebe Zuschauer zur Börse. Wie das, fragt man sich, wo doch bei manchen mittlerweile täglich der Postmann oder die Postfrau klingelt. Eine wahre Zustellflut wegen des rund um die Uhr Einkaufens im Internet. Dass die Zusteller dabei wenig verdienen, ist bekannt. Und trotzdem sinkt der Postgewinn. Ein Grund, das Briefgeschäft, das wegen des wachsenden E-Mail-Verkehrs schrumpft. Der schöne alte Brief ist zum Verlustbringer geworden. Die Post saniert die Sparte über Stellenstellen. Streichungen und Vorruhestandsregelungen. Doch das kostet. Gegen die Ebbe in der Portokasse soll eine neuerliche Portoerhöhung helfen. Beileibe nicht die erste. Seit 2013 ist der Standardbrief jährlich teurer geworden. Erst stieg das Porto auf 58 Cent, dann auf 60, 62, zuletzt 70 Cent. Seit 2 Jahren ist Ruhe. Doch 2019 drohen 80 Cent, vielleicht sogar noch mehr. Entscheiden wird dies der Bund. Er ist nach wie vor an der Post beteiligt. Noch sträubt er sich ein wenig. Er will zuvor genauere Auskunft über den Erfolg des Sanierungsprogramms. Doch dass das höhere Briefporto kommt, gilt also gut wie sicher. Offen ist nur, wann genau und wie sehr es tatsächlich erhöht wird. Bei Paket- und Expresslieferungen will die Post ebenfalls die Preise anheben, jedoch nur für Geschäftskunden. Denn auch diese Sparte hat so ihre Probleme. Einerseits wachsen die Geschäfte bei der Tochter DHL wegen des boomenden Onlinehandels kräftig. Doch auch hier laufen der Post die Kosten aus dem Ruder. Zum einen ist sie im Ausland, in China beispielsweise, zu voreilig gewachsen. Zum anderen hat sie sehr viel im Inland investiert, unter anderem in eigene Zustellfahrzeuge. Erschwerend hinzu kommt der Preiskampf, der hierzulande tobt, mit Hermes, DPD, GLS, UPS und wie sie alle heißen. Während im Briefgeschäft trotz des Wegfalls des Briefmonopols vor gut 10 Jahren der Staat weiter seine schützende Hand über die Post hält, steht sie bei den Paketen im gnadenlosen Wettbewerb. Der findet hauptsächlich über den Preis statt. Damit geht er zu Lasten der Zusteller, die relativ niedrige Löhne erhalten. Konkurrenzkolosse wie Amazon wildern zudem im Revier der Post, machen zusätzlich Druck. Amazon stellt nämlich immer mehr seiner Waren selbst zu, hat dafür riesige Logistikzentren aufgebaut. Der Onlinehändler drückt die Preise, bedient sich der Billigkonkurrenz wie Hermes. So muss auch die Post runter mit ihren Preisen, um Amazon nicht als lukrativen Großkunden zu verlieren. Dies wäre fatal. Amazon hat dabei einen riesen Vorteil. Der US-Konzern ist milliardenschwer, seine Finanzkraft gewaltig. An der Börse ist Amazon fast 200 Mal so viel wert wie die Post. Dies spiegelt auch die Aktienkursentwicklung. Die Amazon-Aktie hat seit Jahresbeginn 45% gewonnen. Die Post-Aktie dagegen 27% an Wert verloren. Nicht zuletzt wegen einer Gewinnwarnung. Die einen kämpfen ums Paket, die anderen um den Einzug in den US-Kongress. Amerika wählt. Die Anleger halten den Atem an. Der DAX heute nahezu bewegungslos. 10 Minuspunkte auf 11.484. Morgen früh dürfte das Ergebnis der Kongresswahlen feststehen. Es entscheidet über den weiteren Spielraum der Trump-Regierung. Insofern sind diese Wahlen tatsächlich eine Weichenstellung für die nächsten Jahre. Ihnen einen ganz schönen, wunderbaren Abend.